Grüß Gott und herzlich willkommen. Mein Name ist Herbert Herrmann. Ich bin der Echterdinger Häuserspezialist. Ich helfe Immobilieneigentümer dabei, beim Verkauf die korrekte Maßnahmen und Entscheidungen zu treffen. Dabei stelle ich sicher, dass Sie Bescheid wissen, dass Sie genau wissen, was vor sich geht. Dass Sie dann tatsächlich auch Ihr Geld auf Ihrem Konto haben, dass der Verkauf dann auch definitiv und endgültig abgeschlossen ist, dass nichts mehr hinterherkommt und dass Sie genau wissen, dass Sie alles richtig gemacht haben. Also ich nehme jetzt für Sie mal die Begriffe Sach- und Rechtsmängel auseinander, so dass Sie wissen, was dahinter steckt, und ich zeige Ihnen, wie Sie damit umgehen können. In der Notarurkunde, da finden Sie dann irgendwann mal den Paragraphen Sach- und Rechtsmängel. Hierbei geht es um die Abgrenzungen bezüglich dem Zustand der verkauften Immobilie. Das wird im Original relativ pauschal und juristisch abgehandelt. Jetzt bin ich ja kein Jurist, also ist das keine Rechtsberatung. Aber ich sage Ihnen, wie Sie das in der Praxis machen können. Und so wie es dann bei Notarurkunde von meiner Kunde, meiner Auftraggeber entsprechend. Was ist denn jetzt das? Sach- und Rechtsmängel. Da gucken wir uns mal den Sachmangel an. Im Gesetz steht dann praktisch drin, das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit hat. Und das kommt aus bürgerliches-gesetzbuch.info. Das ist das Online-Portal für das BGB. Wenn jetzt die Immobilie nicht so ist, wie das die beiden Parteien miteinander vereinbart haben, nämlich der Veräußerer und der Erwerber, so stellt genau das einen Mangel an der Sache dar. Also wenn Fenster ganz sein sollte und sie sind kaputt, wenn eine Heizung drin sein sollte und es ist keine drin, wenn neu gestrichen sein sollte und sich nicht neu gestrichen. Wenn jetzt die Immobilie aber im Umkehrschluss so ist, wie es vereinbart worden ist, dann ist sie frei von Sachmängel. Da gucken wir uns den Begriff des Rechtsmangels an. Ein Rechtsmangel liegt dann vor, wenn ein Dritter Rechte gegen den Erwerber geltend machen kann, die das Eigentum, der Besitz oder der Gebrauch von der Immobilie beeinträchtigen. So ist ein Grundstück oder ein Gebäude grundsätzlich rechtlich mangelhaft, wenn es nicht vom Erwerber so benutzt werden kann, wie es eigentlich besprochen war und vereinbart. Das macht natürlich eine Dokumentation erforderlich, weil sonst gibt es keine Nachweise bezüglich der vereinbarten Beschaffenheit und dann ist es schwierig, da zu argumentieren. Also in der Notarurkunde, in dem Paragraph Sach- und Rechtsmängel, steht dann in etwa Folgendes drin. Der Vertragsgegenstand wird als gebrauchtes Objekt im gegenwärtigen Zustand verkauft. Sämtliche Rechte des Erwerbers wegen Sachmängel vom Grundstück und der Anlage und der mitverkaufte bewegliche Sache sind soweit gesetzlich möglich ausgeschlossen. Grundlegend gilt er eben, gekauft wie gesehen. Auf den ersten Blick mal so ganz pauschal. Aber die Fairness, die Anständigkeit und nicht zuletzt die Juristerei gebieten, dass die Beteiligten mit offener Karte spielen. Und wenn die das machen, ist es auch kein Problem. Für den Fall, dass sie es nicht machen, muss man dann weiter gucken. Das wird jetzt hier auch weiter beschränkt. Der Veräußerer schuldet keine bestimmte Größe, Bebaubarkeit, Verwendbarkeit und keinen bestimmten Energieverbrauch und Ertrag. Dem Erwerber ist der Zustand des Vertragsgegenstands bekannt. Er hat ihn eingehend besichtigt. Um jetzt das zu verdeutlichen, genau genommen, um es zu beweisen, dass es auch so ist, da benutze ich in deiner Notarurkunde in dem Bereich immer genaue Hinweise. Nämlich Hinweise darauf, was der Erwerber denn nun besichtigt hat und was er eingehend besichtigt hat vor allem. An der Stelle, da wäre dann die besichtigte Menge, also überall, wo man darauf hingewiesen hätte, als nicht abschließende Liste aufgenommen. Zum Beispiel, da würde dann stehen, insbesondere sind die feuchten Bereiche im Tiefkeller, die feuchte Mauer im Abstellraum an der Ostseite vom Haus, der linke Flügel von der oberen Terrassetür, der sich nicht öffnen lässt, sowie der Zustand und das Alter von der Heizanlage bekannt. Außerdem ist ihm die elektrische Mischinstallation bekannt, sowie sie sich über die Jahre durch Um-, An- und Ausbau entwickelt hat. Ich empfehle Kaufinteressenten sowieso immer, einen Baufachmann ihrer Wahl hinzuzuziehen, damit der eine fachliche Prüfung vornimmt. Auf Wunsch stelle ich dann geeignete neutrale Fachleute zur Verfügung, wenn das ein Kaufinteressent will.